Herzlich willkommen, Freunde, in der nächsten Runde in der Gruppe von Blindfa. Chris gegen Tim Knigge steht jetzt an, hier im Aqua Cup. So, dann schauen wir mal. Chris hat wieder sein Manaphy, sein Gyarados, Tentoxal, Azumarill, Marmolida und Lanturn dabei. Und dagegen steht ein Lapras, ein Rotom Wash, eine neue Figur quasi, haben wir auch noch nicht gesehen in dem Turnier. Turtok, Wappo, Gyarados und Tentoxal. Und ich muss mich korrigieren, ich glaube Tentoxal übernimmt momentan die Überhand des beliebtesten Pokémon des Turnieres. Ja, ist klar, es ist ein super Spätstank. Und resistet auch noch die Pflanzenschwäche. Okay, Tentoxal gegen Manaphy ist die Eröffnung. Schweifglanz von Manaphy. Und Tentoxal setzt auf Gigasauger. Okay. Und da kommt die Psychokinese. Wird das reichen? Es reicht. Tentoxal ist down. Und Rotom Wash kommt dagegen. Rotom Wash Schockwelle. Ah, und Manaphy geht down. So. Lanturn gegen Rotom. Lanturn ist das bessere Matchup. So. Gyarados. Gyarados ist aber kein gutes Matchup. Wenn jetzt Lanturn auf Ladestrahl oder so. Wollte ich gerade sagen. Auf Elektroattacken setzt, hat Gyarados die Arschkarte gezogen. Oh, aber es ist kein Erdbeben. Na klar, das ist das Gute daran. Ah, Ladestrahl. Und das ist das Ende. Gyarados ist down. Wow. Rasantes Match. Hope macht seinen Namen alle Ehre. Das sendet Hoffnung aus. Hoffnung, diesen Kampf zügig zu gewinnen. Oh je, Rotom gegen Hope. Hope setzt Schutzschild ein. Was wird Rotom tun? Rotom setzt auf Spukball. Diese Attacke ging daneben, dank Schutzschild. So, Hope wird zurückgerufen. Okay. Und Tentoxal dagegen. Ah, Spukball sollte nicht allzu viel Schaden machen. Kein Step, keine Effektivität, nichts. Es heilt sogar fast alles wieder hoch mit Giftschleim. Rotom wird auch zurückgezogen. Hm. Lapras kommt in den Ring. Okay. Gigasauger. Ah, macht nicht so viel Schaden. Das war sogar ein Volltreffer. Ach du Scheiße. Was hat der in die Spätdefensive von Lapras gesteckt? Aber hallo. Donnerblitz. Oh, gut vorher gesehen. Wäre es gefriertrockner gewesen, hättest du natürlich die Arschkarte gezogen. Aber es war ein Donnerblitz. Dadurch hat Hope so viel Energie zurückbekommen. So. Spezialangriff sinkt stark. Psychokinese. Wow. Das war gar nichts. Diese Attacke war effektiv eingesetzt. Lapras wird erneut zurückgerufen. Und Quappo kommt in den Ring. Ein Ladestrahl. Macht gut Schaden und erhöht den Spezialangriff. Okay, was wird Quappo tun? Okay. Versteckt sein Fuchs. Also versucht es mit Power Punch. Aber er verliert seinen Fokus des Power Punches. Er hat gehofft, dass er mit seinem Lanturn auswechselt, aber es war nicht der Fall. Und Lanturn hat auch kein Schutzschild eingesetzt. Okay, jetzt setzt er auf Gift-Hieb. Okay. Quappo kommt jetzt mit Gift-Hieb und macht ein bisschen Schaden, aber der Ladestrahl sollte Quappo das Ausbeenden bedeuten.
Ich denke, der Volltreffer war noch nicht mal nötig für diesen letzten Zug. Wow, es ist ein rasanter Blitzstart und Haupt bleibt im Ring. Ungeschlagen momentan. So, setzt auf Schutzschild. Wahrscheinlich wieder Spukball vom Rotom. Ja, erneut Spukball. Ich hätte mit Rotom schon längstens versucht, auf Irrlicht zu setzen, um dieses Lantern zu verbrennen. Da es sich ja sehr gut hochheilt. Und auch noch sehr viel aushält dagegen. Und auch noch gut austeilt. Trotz der Tank-Offensive hier. Oh, es wird wieder zurückgerufen. Ich denke mal, Lantern wird jetzt eh Schutzschild machen. Damit es halt seine Überreste komplett ausschöpfen kann. Ja, wie gedacht. Jetzt kann er aber gerade nochmal auf Schutzschild setzen, weil es ja eben fehlgeschlagen hat. Aber nö, er will den Spezialangriff von Lapras reduzieren. Ah, ist blöd, dass dieses Lapras kein Gefriertrockner scheinbar kann. Diese Attacke würde ihm jetzt gerade sehr gut helfen. Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand. Ladestrahl, das wird Tutox sehr wehtun. Ja. Das hat's auf jeden Fall. Hope steht Wiener 1. Was soll man noch sagen? Hope rockt das Ding hier momentan. Problemlos. Es ist nicht in der Bredouille, es ist nicht in der irgendeinem Engpass momentan. Da kommt die Finsteraura, aber Hope hat sich selbst geschützt, um nochmal Überreste ticken lassen zu können. Finsteraura schickt das Dunkel. Aber Hope überlebt es. Und Turtok fällt. Und der Spezialangriff steigt immer weiter. Dieses Monster ist momentan nicht zu stoppen. Rotom kommt wieder in den Ring. Ja, es war klar, Hope wird erstmal auf Schutzschild gehen, um seine HP-Regeneration durchführen zu können. Züge sind eigentlich sehr vorausschaubar von Hope. Aber trotzdem reicht es nicht aus. Da kommt der Ladestrahl. Und Rotom ist down. Boah, sogar mit Volltreffer. Also, das Match ist Hammer. Heftig mit Lantern hier an unserer Seite. Lantern räumt hier alles auf, ohne Rücksicht auf Verluste. Ah, Lapras hat es überlebt und kann mit Psychokinese eine Counteroffensive bieten. Da hat er Hope fallen lassen. Theoretisch hätte er nochmal auf Schutzschild gehen können, danach diesen einen Move machen können, um den Spezialangriff zu senken. Und dann hätte Hope hier weitermachen können. Aber Azumarill hat das im Griff. Der Kraftkoloss ist der Todesstoß. Wow. Ich habe noch nie einen Lantern so das Match dominieren sehen, wie heute jetzt in diesem Kampf. Also das war echt dominant. Hut ab für dieses Lantern. Es macht seinem Namen richtig Ehre, muss man sagen. Ja, Hope, du hast deine Hoffnung und alles wunderbar, passt. Gut, Freunde, damit würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Wir sehen uns im nächsten Kampf der Blindfallgruppe wieder. Bis dahin.